Ein hervorragender Kofferraum, noch im Erstlack. Hier blättert das Dämmmaterial ab. Hat auch noch die Abdeckung, den Karton zwischen Sitz und Kofferraum, die originale Dämmmatte. Ebenso noch den Kantenschutz, den originalen, der eigentlich immer fehlt. Hier fehlt er auch. Auch diese Seite richtig gut erhalten. Wir haben einen neuen Tank mit Rohr und Schlauch. Hier der Motorraum und später der Motorlauf des nahezu unberührten Mustangs von 1965. Man sieht hier hervorragendes Blech, ein paar kleinere Roststellen oberflächlich, da hinten blättert das Schwarz ab. Klimaanlagenfahrzeug, ist alles noch vorhanden für die Klimaanlage. Hat eine neue Wasserpumpe, hat einen neuen Steuerdeckel, hat neue Ketten und Zahnräder, neue Kühlerschläuche, neuer Aluminiumkühler, ein neues Thermostatgehäuse, neue Lichtmaschine, neuer Anlasser. Groß und Ganzen alles, ja, Ventildeckel sind neu und Luftfilter ist neu gerichtet. Zündung ist neu, ist also alles wieder zum Leben erweckt. Läuft sehr schön, hat einen elektrischen Choke, das ist noch ein bisschen erhöhte Temperatur, ist kalt, kann die Gusstrümmer gut angreifen. Nimmt Gas hervorragend an. Reserverad gibt es auch dazu mit Halter. Noch die Umrandung vom Flügel vorne hinterm Kühler. Und in den zwei Kisten sind noch Gebrauchteile, die erneuert wurden, und das eine oder andere Neuteil. Dazu gibt es noch eine große Bedienungsanleitung bzw. Reparaturanleitung.